Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal, Leute. Und heute, wie ihr seht, geht es um Outlast 2. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Und zwar möchte ich jetzt von euch wissen, wie ich das am besten machen soll mit Outlast 2. Ob ich es streamen soll oder ob ich es let's playen soll. Die erste Option mit dem Stream wäre, dass ich zweimal am Wochenende einen Stream starte. Unter Outlast 2 zocke, das auch als Video auf unserem YouTube-Kanal hochlade, damit ihr zugucken könnt, damit das Video nicht immer unterbrochen wird und ihr könnt am nächsten Tag erst weiterschauen. Oder so wie beim letzten Mal bei den Need for Speed Let's Plays, da ist aber auch ein Haken, und zwar die ersten paar Videos sind eigentlich gut angekommen, aber der Rest ist dann eigentlich nur mehr für den Arsch gewesen, sage ich jetzt mal. Weil das erste Video dauerte, glaube ich, so eine halbe Stunde, 40 Minuten circa, was auch ziemlich normal ist für das erste Video, weil da so viele Zwischenfrequenzen sind und so weiter. Und die anderen Videos haben immer so 20, 25 Minuten gedauert, und das ist dann mit der Zeit eben für den Arsch gewesen, weil es irgendwie keinen mehr gejuckt hat. Klar, ist ein altes Spiel gewesen, aber es finden doch irgendwo noch ein paar nice. Kann ich auch verstehen, ist einfach das beste Need for Speed gewesen. Auf jeden Fall ist die Frage jetzt, soll ich die Let's Plays machen, wie gewohnt, einfach das erste Video 40 Minuten circa und dann Daily Upload mit 20 Minuten Videos oder alle zwei Tage, das könnt ihr dann auch entscheiden, oder soll ich die erste Option nehmen mit dem Stream, an jedem Wochenende starte ich praktisch zweimal den Stream, meistens Sonntag und Ja, ich habe kein Abi. Meine Fresse, du dumme Sau! Also jedes Wochenende zweimal. Das wird am Sonntag sein und entweder am Freitag oder Samstag. Das weiß ich noch nicht genau. Das müsst jetzt auf jeden Fall ihr entscheiden. Also entweder soll ich einen Stream machen, jedes Wochenende zweimal. Oder einfach normale Let's Plays. Da könnt ihr dann auch noch entscheiden, wenn die Mehrheit für die Let's Plays ist. Wie das aussehen soll mit dem Upload-Plan, Daily Upload oder jeden zweiten Tag. Und ja, da würde ich jetzt mal sagen, ich richte mich ganz nach euch, weil ja, es soll ja schließlich euch gefallen, mir natürlich auch. Ich habe auf jeden Fall gut Bock auf das Spiel wegen Asuna. Grüße gehen raus an dich, Digga. Das Spiel hat es mir echt angetan, habe ja auch Outlast 1 und das DLC Whistleblower innerhalb von 8 Stunden durchgehabt, also beide zusammen im Stream. Und ja, ziemlich geil das Spiel. Outlast 2 soll ja bekanntlich ein bisschen länger dauern, also würde das ziemlich lange dauern, wenn ich normale Let's Plays machen soll. Aber um das geht es ja gar nicht, sondern es geht um eure Meinung da draußen. Soll ich entweder streamen oder Let's Plays machen? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.